Hallo und herzlich willkommen bei Exklusives aus Hannover. Es herrscht Leinenzwang in Niedersachsen und zwar wegen der Brut- und Setzzeit. Und ich habe mich mal umgehört auf den Auslaufflächen, auf den Hundeauslaufflächen Hannovers, wie die Hundebesitzer das denn so finden. Und wenn euch das Video gefallen hat, gerne liken und abonnieren. Würde mich sehr freuen. Ansonsten jetzt viel Spaß. Dankeschön. Eine kleine Umfrage zur Brut- und Setzzeit und dem damit verbundenen Leinenzwang. Ja. Was hältst du denn davon? Also hier ist ja eine Hundeauslauffläche und das ganze Jahr über darf man hier seinen Hund ohne Leine laufen lassen. Und das finde ich halt auch richtig gut, ne? Ja. Weil es gibt verdammt wenig, also oder wenige Flächen, wo man überhaupt seinen Hund das ganze Jahr laufen lassen kann. Und deswegen, also ich komme gerne auf diese Wiese und bin ja auch öfter. Und wie gesagt, auch in der Brut- und Setzzeit darf man hier seinen Hund ohne Leine laufen lassen. Und ich finde das super. Super. Was ich dazu dann vielleicht noch sagen könnte, ist, was die Stadt angeht, noch mal machen könnte, vielleicht hier ein bisschen Beleuchtung hinsetzen. Haben wir auch schon mehrmals angeschrieben. Wir haben ja hier im Winter, ist ab 17, 18 Uhr stockduster. Und wenn die Leute von der Arbeit kommen, dann haben die hier ja quasi gar kein Licht mehr. Das wäre mal eine Idee, ne? Genau. Ja. Super. Dann wollen wir mal gucken, ob die Stadt das jetzt auch mal sieht. Dann. Und, ja, wäre schön. Wär schön. Wir wenn würden sie dann... uns freuen. Super, das gehen wir mal so weiter. Ja, recht gerne. Herzlichen Dank und schönes Wochenende. Ja, gerne, dann, ne? Danke. Dankeschön. Ne? Ciao. Heute ist ja Brut- und Setzzeit und der Leinenzwang beginnt bis zum 15. Juli. Was sagst du denn dazu? Wie ist denn deine Meinung zu dem Ganzen? Ich finde es ein bisschen nervig, weil es auch Gebiete gibt, wo ich der Meinung bin, dass irgendwie eh nicht so wirklich gebrütet wird. Und dann finde ich es für einen Hundehalter nervig. Und es gibt auch viele Hunde, die einfach sehr gut hören, wo ich mich dann frage, was soll das jetzt? Ja. Okay. Bedanke ich mich für die Meinung. Dankeschön. Und noch einen schönen Tag. Ne? Gut, und setzt halt seit dem 1. April bis zum leider. 15. Juli. Und da ist ja nun mal leider Leinenzwang. Oder der eine sagt so, der andere so. Wie sieht denn deine Meinung dazu aus? Ein ganz paar mehr Auslaufflächen. Es gibt ja so 3, 4, 5 Auslaufflächen an der Leinemarsch, aber es ist ein bisschen wenig. Es wäre schön, wenn hier auch tatsächlich kein Leinenzwang ist. Man sagt, es sei hier geduldet, aber genau weiß ich es nicht. Und hier hinten ein Rede wird kontrolliert. Teilweise zu Recht, aber teilweise gibt es da, glaube ich, auch keine Bodenbrüter mehr. Gut. So, vielen herzlichen Dank auf jeden Fall für deine Meinung. Danke und viel dir. Spaß Danke und schönen dir. Sonntag noch. So. Darf ich mal kurz runterfilmen, ja, damit wir mal den... Also er findet es gar nicht gut, weil er... Guck, es ist ja offiziell in Niedersachsen ist es so, dass wir ab 1. April bis 15. Juli diese Brut- und Setzzeit haben. Und da ist ja dann Leinenzwang. Richtig. Hier wird das ja geduldet, so wie es aussieht. Wie steht man denn dazu, zu einem Leinenzwang? Ja, doch schon. Lassen, dran lassen. Ja. Man muss sich dran halten. Ist so. Bin ich ehrlich. Es hilft ja nichts. Ne? Es hilft nichts, genau. Ja. Der Wind. Und grundsätzlich eine Leine. Das ist auch sehr gut, ja. Das ist natürlich klasse. Eine Jägerin und. Ja. Also eigenverantwortlich sozusagen. Und das ist ja sehr gut. Das wäre ja. Pass auf deine Familie auf. Ja. Könnte geschossen werden. Ja, ist so, ne? Ja. Super, vielen herzlichen Dank. Das muss jeder selbst wissen, sage ich mal. Also wenn jeder Verantwortung trägt für seinen Hund, dann kann da eigentlich nichts passieren. Er zum Beispiel rennt nicht durch den Wald und jagt da irgendwelche Tiere. Ja. Wenn du jetzt einen Jagdhund hast, dann sieht es anders aus, ne? Da bin ich schon dafür, dass das irgendwie in Eigenverantwortung eigentlich gemacht wird. Ja. Hier sind ja jetzt keine Rehe. Vögel ja, aber keine Rehe. Kinder laufen jetzt ja auch durch den Wald. Ja. Und könnten da irgendwelche Brütereien zerstören. Ja, ja. Super. Dann wünsche ich auf jeden Fall viel Spaß und danke für die Meinung. Also hier auf der Bult kümmert es eh niemanden. Ja. Weil die Vögel wissen, dass das hier nur Hunde sind. Und deswegen hier auf der Bult ist das kein Problem. Ja, ne? Und also... Ich wüsste auch nicht, warum ich sonst hierher kommen sollte, ohne dass ich die Hunde losmachen kann. Ja, ja. Also ich, in gewissen Bereichen, wenn sie jetzt in den Wald laufen würden, würde ich sagen, okay, ne, weil da muss man echt aufpassen. Aber hier auf der Wiese sollte es kein Problem sein. Okay, vielen lieben Dank auf jeden Fall. Schönen Sonntag noch. Ebenso, weil, also soweit ich weiß, ist Niedersachsen ja das einzige Land, Ich glaube eins noch, glaube ich, aber dann war es das auch. Ja, also deswegen Gleichberechtigung in den Bundesländern, ich weiß ja nicht. Also deswegen... ist schwierig. Also gut, man muss sich halt dann die Plätze suchen, wo man den Hund frei laufen lassen kann.
Aber ja, also ein großer Fan ist, glaube ich, kein Hundebesitzer. Deswegen, ja gut, muss man halt über sich ergehen lassen. Ne? Ja. Wenn man weiß, wo man in Niedersachsen wohnt, dann gibt es die Zeit. Ich bin, glaube ich, ich denke... Sind wir jetzt im Fernsehen? Also generell ist das nach wie vor totaler Quatsch aus meiner Sicht. Die Hunde kann man nicht 3 Monate an der Leine lassen. Aggressionspotenzial steigt und Katzenscheuchen auch. Katzenscheuchen sind ja auch hoch. Die Bodenbrüter, das ist einfach so. Also es ist totaler Quatsch und es ist in anderen Bundesländern ja auch nicht so. Es ist ja unterschiedlich und deswegen können wir das überhaupt nicht nachvollziehen. Genau. Schwierig ist das für die Hunde. Ja. Ja, also ich finde, wenn die Hunde hören, dann geht das auch ohne Leine, wie es in Hessen ja ist. Da gibt es ja keinen Leinenzwang in der Brut- und Setzzeit, ne? Ja, genau. Genau. Ich fände es gut, wenn es bundeseinheitlich geregelt ist. Das schafft auch ein bisschen größere Akzeptanz. Vielen Dank für die Meinung auf Sehr jeden gerne. Fall. Dankeschön. Ja, also mein Hund jagt nicht. Also lieber in Eigenverantwortung den Menschen das überlassen. Ne? Ja, also wenn mein Hund hört, dann brauche ich den auch nicht an die Leine nehmen, denke ich mal. Ja. Aber laut Gesetz müsste es ja jetzt so sein. Also wäre das ja dann... Wenn keiner mir was sagt, ich habe sie ja dabei. Also genau. Wenn jemand was sagt, nehme ich ihn an die Leine. Alles klar. Ansonsten nicht. Ja, vielen herzlichen Dank. Das ist jetzt eine Pflicht, dass wir den im Grunde an die Leine nehmen, mal bis zum 15. Mhm. Ja, also ganz grundsätzlich finde ich das sehr sinnvoll, weil also der Hintergrund ist ja, dass eben brütende Vögel und so weiter auch nicht gestört werden und so weiter. Deswegen finde ich ganz grundsätzlich gut, dass es diese Regel gibt. Es ist ja auch, ne, dass keine Hecken geschnitten werden und dass gerade auch im Waldbereich die Hunde halt eben dann auch an eine Leine gesetzt werden. Ich habe jetzt auch einen Hund. Ja. Und gerade da jetzt so in Waldbereichen oder so halten wir uns natürlich dran und finde ich ganz grundsätzlich gut. Sehr gut. Ne, muss ja auch auf alle in der Natur Rücksicht genommen werden. Genau. Vielen Dank auf jeden Fall für die Darf Meinung. Ich noch mal fragen, wie das so ist mit dem Leinenzwang. Wie sehen Sie denn dieses Thema? Ja, wie ich würde sagen, ganz negativ. Ne? Also ich halte das schon fast für Tyrannei, wie die Hundebesitzer hier drangsaliert werden. Wie gesagt, es gibt, glaube ich, 2 Bundesländer noch in der Bundesrepublik. Und da werden wir dermaßen drangsaliert. Und trotzdem gibt es auch im Bayerischen Wald noch Rehe und Hasen, obwohl die überhaupt keinen Leinenzwang kennen. Das ist also die reine, in meinen Augen, die reine Tyrannei. Dankeschön für die Meinung. Vielen Dank.